Morgen. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Jo. Es ist nicht leicht irgendwie. Im Moment ist Ona wieder im Krankenhaus. Ja. Ach, tanken muss ich auch noch. Ach Gott, das ist kein Geld dabei. Im Moment ist Ona wieder im Krankenhaus und wir müssen mal sehen. Jetzt wechsle ich mich mit Marlies ab, weil Marlies heute einen wichtigen Termin hat. Ja, so ist es. Sind wieder die Nieren, sie hat ein Problem mit den Nieren. Naja, so. Jetzt bin ich gleich da. Wir haben leider keinen, der auf die Kinder zu Hause aufpasst. Das ist echt schwierig gerade, weil die sind nämlich ein bisschen erkältet und müssen deswegen auch zu Hause bleiben. Wir sind zwar auch ein bisschen erkältet, weil Ona erkältet war, eigentlich, zuerst. Die hat uns alle angesteckt. Wir sind aber alle getestet, wir sind alle, das ist kein Corona, es ist schlichtweg und ergreifend einfach nur eine Erkältung. Ja, man mag es kaum glauben, auch sowas gibt es in der heutigen Zeit nach wie vor. Und ja. Kinder dürfen nicht in die Schule, sind zu Hause. Marlies hat nämlich den Termin und ich muss im Krankenhaus bei Ona bleiben. Und wir haben keinen hier in der Nähe, leider, der irgendwie aufpassen kann, kurzfristig. Ich weiß ja, alle sehr kurzfristig gewesen, der mit den Kindern irgendwie klarkommt. Kann man ja auch nicht verlangen, ist ja fast ein ernster Tag. Also ich bin 14 Uhr, 15 Uhr, 14 Uhr wahrscheinlich wieder zu Hause, hoffentlich. Ich meine, sie ist um 1 wieder hier. Der Termin ist halt wichtig für die Zukunft. Damit wir wissen, wie es vorangeht, da muss Marlies hin. Und ey, so viele Steine im Weg, ja, bei dieser ganzen Aktion. Ich habe da schon echt keinen Bock mehr drauf auf alles. Aber so ist es eben. Ziehen wir durch. Wir haben auch leider kein Einzelzimmer mehr, nicht mehr. Bis gestern hatten wir eins oder hatte Marlies eins. Jetzt teilt sie sich das Zimmer. Ich habe gehofft, dass wenigstens das, ja, das, ich meine, sich auch nur im Zimmer aufhalten. Also es ist ja auch im Krankenhaus jetzt nicht leichter geworden durch Corona. Also ist ja alles so eingeschränkt und man sitzt dann halt so da und also ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. 4-5 Stunden mit ihr oder 6 Stunden. Man kann nur im Bett liegen und Fernsehen glotzen, sozusagen. Das ist eigentlich nicht das Ding. Normalerweise würde ich da auf den Spielplatz gehen, aber das geht ja wahrscheinlich nicht. Der wird ja wahrscheinlich nicht geöffnet sein. Oder eben ein bisschen, weiß nicht, ich muss gucken, ob der Spielzeugraum da offen ist. Hier haben wir so einen Spielraum, Spielraum. Kann man da wenigstens hingehen, aber auch das wird keine 5 Stunden dauern. Da ist er mal eine Stunde weg und dann ist gut. Muss mir das so ein bisschen einteilen. Werden wir mal sehen, werden wir mal schauen und ja. Ne? Oh, da hat jemand geheiratet. Da war jemand mutig. Kam gerade ein Hochzeitsauto entgegen. Hochzeitsschmuck zumindest drauf. Wahrscheinlich um die Uhrzeit noch nicht, später, aber ja, so sieht's aus. Kurzer Einblick.
erzählt, einen Parkplatz zu finden und dann sind wir schon da und dann geht's. Ja. Mami, Papa, Papa. Ich da. Ganz erschöpft. Ups, so süß. Tja. Dann ist es vorbei und ich gehe nach Hause wieder. Ich fahre wieder zu den anderen Kindern. Die Mutti bleibt hier und freut sich. Sieht das komisch aus? Ich gehe nochmal auf Toilette, darf ich ja mal. So, jetzt mal eines dieser. Ich habe gesagt, du ziehst dich an. Du ziehst dich jetzt an, du hast 3 Sekunden. Los, Abmarsch. Eins, zwei und drei. Los! Ja, du quietsche Ente. Zieh dich an. Gibt's ja gar nicht. Seit heute Morgen sitzen die hier rum und sind noch nicht mal angezogen. Es ist schon nachmittags hier. 14 Uhr gleich. Ah, I'm hungry. Angst, ein Stiftung. Ja, ja. Nein, ist man nicht. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Sie hat mir schon gesagt, sie will Würstchen. Ich komme jetzt gerade von schwierig Krankenhaus. Ja. Und ein Brot alle, Papa. Hä? Und da liegt das Zeug. Was ist denn mit der los? Meine Güte, ey. Unglaublich, man kommt nach Hause und gleich Hunger. Oh, guck mal. Danke, wir lieben dich auch ganz doll. Love you. Schön. Den haben heute Morgen nämlich einen Brief geschrieben. Dann gab es eine Antwort drauf. Ist ja auch was. Oh, ich muss dieses Bild verpacken. Oh, ich komme nicht zum Bauhaus. Wann soll ich das machen? Nee, weil wir sind ja nicht im Krankenhaus. Hallo. Hallo. Ja. Und alle klar, Jan? Ja, ja, mal abwarten. Wird ein bisschen lecker da. Alles klar. Schließe deine Augen. So, wir müssen zu Claudia. Richtung Claudia, aber warte, ich muss mir erst die Jacke anziehen. Und genau richtig heute eigentlich. Richtig? Heute Schackabend. Ah, Familienabend. Ja. Genau. Da gehört die ganze Familie. Zusammen? Ja. Ja. Und ich. Boah, ey, was machen die da? Toffifee. Fahrt doch einfach erstmal vorbei, ey. Fahren. Hey, da hast du an Familienbesuch, haben doch immer die Schokolade. Ja, ich weiß. Lecker, da ist immer so Weihnachten. Jetzt fahr doch mal auf die Kreuzung rauf. Ach, sie machen die auch immer jetzt Herbst und Sommer. Aber Frühling, nee, die machen die jetzt immer Herbst, Winter und Frühling. Sommer nicht, weil da schmilzt es zu schnell. Ja. Ich könnte nur von Essen reden, wir haben gerade gefrühstückt. Muss reichen. Oh, mein Kaffee, jetzt habe ich meinen Kaffee da stehen lassen. Meine Güte. Ich habe den Tee schon wieder ausgetrunken. So viel Panik. Auf alle Fälle, Mama kommt nach Hause heute mit der Kleinen. Und sind alle schon ganz schön. Bitte, muss ja. Das kann ich mir nicht sagen.
stehen sie schon. Wo? Da vorne. Ja. Oh, sie weiß, es fliegt. Oh mein Gott, sie hat es gesehen. Wow, oh, weiter weg. Komm. Was denn so weit? Warum stehst du denn schon hier? Mami! Bleib mal sitzen, bitte. Na? Ich hab Mona die Blume. Oder riecht ein bisschen komisch. Ich fang mal aus. Ist da kalt aus? Ja. Zu Hause können wir ohne Kuchen. Ja, ohne. Ja, 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 also Ona ist hier gut angekommen, offensichtlich, ne? Also da hinten irgendwo ist sie. In diesem riesen Gewölbe hier. Ja, und sie sitzt schon wieder da und spielt und macht und tut. Und ich werde mich jetzt erstmal, ja, heute ist Schackabend, sowieso zurückziehen gleich. Wir erwarten eigentlich noch Besuch. Dennis wollte noch rumkommen. Mal gucken, ob er das denn auch macht. Weil jetzt ist er gleich 19 Uhr. Er wollte ja spätestens 18, 19 Uhr wollte er da sein. Ich hoffe sehr, dass er vorbeikommt. Wir wollten mal quatschen, so wie das nur, ob wir nicht irgendwas doch wieder gemeinsam oder so. Also ich weiß ja nicht und so. Gemeinsam ist man stark, wisst ihr ja. Nuki, tu mir mal einen Gefallen und pack den mal weg hier. Ja, also er liegt hier, du musst das nicht jetzt machen. Er liegt hier oben, aber tu mir einen Gefallen und bei Gelegenheit pack den mal weg, ja? Okay. Ja. Bei wandert der einfach mal von links nach rechts, von oben nach unten. So, das ist meins. Das ist meins. Ja. Guck mal, da sind ganz viele kaputte Reifen. Oh ja, ja, noch so Räder, ne? Also, nicht nur mehr Reifen, also ja, Räder vom Fahrrad. Nee, wir bleiben hier. Tschüss. Ach, da bist du. Moin. Da bist du, da kommst du. Mahlzeit. Da gehst du. Da gehst du. Ja. Zu sehen, ob ich Rohre bekomme. Rohre? Ob sie mich großzügig reinlassen. Hier, da, Rohre. Nur toll, Brust. Ja, das ist aber nicht unbedingt das, was ich jetzt brauche. Das ist das, was du auch hast. Gut, liebe Leute, da sind wir. Halbe Stunde verpleppert mit Blabla. Und es geht los. Ich habe hier ein Rad bekommen aus einem Nachlass, aus einer Räumung. Da muss ich ganz kurz checken, ob hier alles in Ordnung ist dran. Und dann drücke ich es gleich weiter, weil das ist aus der Familie sozusagen. Das ist leider Gottes vor kurzem jemand in unserer Familie verstorben. Auch noch zu den ganzen Problemen, die wir sonst so haben, kam leider auch noch die schreckliche Nachricht. Und da war ich eben auch die letzten Tage unterwegs und Wochen. Wir haben uns um alles Mögliche gekümmert. Da ist eine Wohnung gewesen, die abgewickelt werden musste sozusagen. Da haben wir uns natürlich gegenseitig gut unterstützt alle. Das ist jetzt erledigt. Und jetzt, Licht läuft wunderbar. Ist ja wie gewohnt im guten Zustand. War ein guter Mann, der mich quasi mit großgezogen hat, sozusagen, mit dem ich aufgewachsen bin mit, und der mittlerweile tatsächlich zur Familie gehört hat. Ja, also das hat uns alles sehr mitgenommen. Da habe ich dieses Rad her,
Ja, und es wird jetzt fertig gemacht und verkauft. Tja, in den letzten 2 Monaten ist unheimlich viel passiert hier. Schluss ist okay. Schaltung funktioniert. Klingel funktioniert. Licht funktioniert. Was will man mehr? Das Ganze für wenig Geld. Ständer fest. Ja. Perfekt. Ja. Ich bin 90 Euro drin, weil das ist ein Rad, was eigentlich okay ist. Und klar, man könnte jetzt noch die Reifen erneuern, wenn man wollte. Und man könnte noch so viel hier irgendwie neu machen und schick machen und so. Aber ein Pferd bremst. Das ist ein 24er Klapprad. Camper geeignet. Perfekt für den Sommer. Schaltung funktioniert. Und dafür ist es ein günstiger Preis. Ja. Nochmal so sehen. Also, und ich will hier nicht mehr großartig. Ich will es einfach nur noch weitergeben. Dann ist es erledigt. Ist das Thema abgeschlossen. Ja, das war das erste Rad für heute. Dann halt das nächste Rad. Da habe ich ja. Fotos. Dann machen wir draußen. Fotos mache ich draußen. Dann waren wir ja ein bisschen rumfahren über die Dörfer und haben noch tatsächlich auf dem Inn, vor dem Innenhaus, war da ein Schrott rausgestellt, dann habe ich da ein Rad liegen sehen. Auch ein Klapprad, ein Mifa, in wirklich schönem Zustand. Hole ich jetzt auch mal, gucke ich mir kurz an. So, da ist es. Zack, zack. Schönes kleines Mifa. Baujahr 1988. Ja, wirklich eigentlich recht guten Zustand. Die originale Bereifung ist drauf, die hält auch Luft. Der Profi-Punkt. Schon vor einer Woche circa hält alle Einstellungen, lassen sich einstellen. Ne? Da könnte Transport so zusammengeklappt. Zack. Das will ich dann nochmal richtig machen. Laufräder rollen. Antrieb funktioniert, Bremse funktioniert. Vorne die Stempelbremse ist. Vorne die Stempelbremse ist natürlich für ein AA. So wie sie schon war, als sie neu war. Ja, Rücktritt funktioniert, die originalen Lockpedalen sind dran, hier ist Alt-Original, der Original-Sattel und so weiter. Das Einzige, was nicht mehr original ist, ist hier diese Mechanik zum Verschließen, dieser Klemmmechanismus, weil der liegt hier hinten drin. Da habe ich jetzt eine Schraube reingemacht, um das zu fixieren. Das sollte man sozusagen irgendwann mal zuschweißen. Die Originalnummer ist hier. Da ist nämlich Folgendes passiert. An diesem Hebelchen ist hier dieser Stift abgebrochen. Ja. Wie gesagt, Schraube ist dran. Und das wart. Ja, aber hier ist normalerweise der Stift, der geht hier ein bisschen länger hoch.
Und er ist hier abgebrochen. Ja. Man kann sich nicht aussuchen, das ist das Einzige, was defekt ist sozusagen. Aber wer es reparieren will, bekommt das gratis mit dazu. Dann hat er das original wie möglich. Die Satteltasche ist dran, die originale. Ich muss der Nähe mal ein bisschen zeigen. Also man hat hier, was haben wir denn hier? Ein wunderschönes Mifa. In grün. Mit dem wunderschönen Wappen hier. Original DDR-Klingel. Der Kackeschieber. In Funktion. Sozusagen. Alle Höhenverstellungen, wie gesagt, funktionieren. Sowohl Sattelstütze als auch hier Lenker und so weiter. Das Einzige ist halt hier diese... Der Mechanismus hier unten, den musste ich austauschen. Da habe ich jetzt hier Scheiben drunter und so Kratzscheiben, dass das nicht verrutscht. Und das sollte man mal machen. Oder auf Dauer eben einfach nur zuschmeißen. Ne? Dann ist es sicher genug. Aber man kann diesen Schnellspanner halt wieder ranmachen. Der ist da, der befindet sich hier in dieser wunderbaren Original-Satteltasche. Der Original-Sattel ist auch dabei. Ja, schönes Stück, wie gesagt, auf dem Schrott gefunden im Umland von Berlin. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich habe schon drauf gesessen, ich bin schon nicht warm damit, es funktioniert. Tja, das wird auch verkauft und fertig. Die Bleche sind auch schön, die sind schön erhalten, die sind nicht verbeult oder irgendwie was. Ja, also natürlich hier unten immer Klassiker, wenn man es mal so hochschmeißt, dann sieht das so aus oder mal anditscht. Aber hier ist alles noch schön, alles stabil. Lager ist stabil, kein Spiel. Räder sind stabil, auch kein Spiel. Tipptopp. Perfekt. Ne? Oh, jetzt habe ich es losgemacht. Tja, die werden jetzt fotografiert und inseriert. Also heute ist Klappertag. Einmal 20 Zoll, ein 24 Zoll. Das sind die Neuzugänge und hoffentlich auch die schnellen Abgänge. Weil wie gesagt, Platzmangel. Der Platzmangel ist akut hier. Geben wir unser Bestes. Ne? Also Fotosession und dann raus damit.